Ja, willkommen zu einem neuen JavaFX-Video, wieder mal mit Effekten und diesmal mit ein bisschen was Spielerischerem. Und zwar die Perspective Transform. Das ist ein Effekt mit vielen Properties, von denen man nicht unbedingt auf den ersten Blick weiß, was sie sind. Ich meine, die Namen sind auch ziemlich nichtssagend, wenn man keine Ahnung hat, was die sind. Und deswegen versuche ich euch jetzt hiermit mal ein Bild zu geben, was das denn ist. Ich habe mir dazu hier schon mal das vorbereitet, hier halt Perspective Transform. Und hier das entsprechend gesetzt. Weil ohne so ein kleines Setup kann man leider nichts zeigen bei dem Effekt. Das ist ein bisschen doof, deswegen muss ich das so machen. Und dann habe ich in die Tabelle hier die entsprechenden Properties reingefüllt. Und jetzt sieht das hier so komisch aus. Es ist eine gewöhnungsbedürftige Sache bei diesem Effekt, wenn man den so direkt in den Szeneninhalt reinpackt. Das sieht seltsam aus, wenn man das so hat. So. Dann spielen wir doch mal hier ein bisschen mit den Slidern. LLX. LLX steht für Lower Left, also die linke untere Ecke und davon die X-Koordinate. Bedeutet, wenn ich das jetzt nach rechts schiebe, dann bewegt sich diese Ecke nach rechts. Tada, es funktioniert. Und die Tabelle sieht so ein bisschen so aus, wie beim Mac, wenn die Fenster sich schließen, dass es so hier halt schön verschwindet. Ist ja vielleicht bei einigen Sachen gar nicht so schlecht. So, dann LLY, Lower Left Y. Beeinflusst halt die Y-Koordinate. Also so zieht es das hier nach oben, dass es quasi so hier im Hintergrund verschwindet. Und so kommt das Ganze so ein bisschen näher zu mir dran. Man kann also mit diesem Perspective Transform, wie der Name schon sagt, eben die Perspektive ändern. Lower right x. Rechte untere Ecke x-Koordinate. Wenn ich das nach links ziehe, dann wird die x-Koordinate kleiner. Also verschwindet das nach links unten. Lower right y. Y-Koordinate dieser Ecke. Wenn ich das nach oben ziehe, geht das nach oben. Wenn ich das nach unten ziehe, geht das nach unten. Und das ganze Control entsprechend halt mit. Upper, da steht U, Left X, obere linke Ecke X-Koordinate. Bewegt sich jetzt hier so ein bisschen nach hinten. Upper Left Y bewegt sich jetzt nach unten. Upper Right X, obere rechte Ecke X-Koordinate, bewegt sich jetzt nach links. Und Upper Right Y, obere rechte Ecke Y-Koordinate, bewegt sich jetzt nach unten. Und wenn man das kombiniert, wenn man zum Beispiel die obere linke Ecke nach unten zieht so ein bisschen und die untere linke Ecke, Lower Left Y, so ein bisschen kleiner macht, dann hat man erstmal das Problem, dass man nicht genau den Slider erwischt, aber Moment. Auf jeden Fall, man sieht, man kann diese Sachen halt schön kombinieren. Funktioniert nur leider nicht immer so gut mit dem Navigieren dadurch. Wenn ich jetzt hier also bin, dann weiß ich nie, welchen Slider ich erwische, weil eben da dieser Effekt drauf liegt. Also wie gesagt, diese Effekte sind nicht darauf ausgelegt, sie in irgendeiner Anwendung zu nutzen, die, wer weiß, wie darauf ausgelegt ist, irgendwie schön produktiv zu sein, aber man kann damit nette Spielereien machen. Kann man zum Beispiel hier eben mit der Ebene spielen. Ist also ein netter Effekt, wenn man weiß, wie man ihn benutzen will, aber ansonsten ist es auch sehr verwirrend für den Benutzer, wenn man ihn eben nicht richtig zu verwenden weiß. Sonst entstehen so Sachen wie das hier. Also für 3D-Spielereien ist das bestimmt ganz nett, aber für normale Anwendungen eher nicht. Okay, dann würde ich sagen, war es das jetzt soweit zu der Perspective Transform. Bis zum nächsten Mal. Und am besten einfach damit ausprobieren, damit es versteht.